So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4 hier mit Guido Gullersbach, ja, und Olaf Omsch. Und ihr seht schon, die beiden sind immer noch kräftig am Pennen. Und jetzt, glaube ich, nachdem wir uns ja in den letzten beiden Folgen so ein bisschen mit der Inneneinrichtung hier befasst haben, einen auf Tine Wittler gemacht haben, Freunde, wollen wir natürlich auch so ein bisschen die beiden leben lassen. Müssen uns natürlich zum einen überlegen, was macht der gute Guido? In welche Richtung entwickelt er sich, ne? Müssen wir mal gucken, irgendwas mit PC haben wir gemeint, der hat hier schon das goldene Mikro stehen, der Freund, richtig geil. Das, ne, ein Traum aller Let's Player. Und natürlich Olaf Omsch, der doch etwas fittere, der sportliche, dass der sich vielleicht irgendwie zu so einem Profifußballer oder irgendwie Profi-Fitnessstudio-Gänger oder so entwickelt, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Wir haben es jetzt gerade 23 Uhr, noch was, trotzdem relativ hell hier, ne, so sieht's aus. Was haben die denn da? Was haben die denn da? Chrysanthemenpflanze, normal. Ach, die können wir auch? Ach, das ist einfach wie so ein kleiner Park, glaube ich, oder? Das sind wieder Frösche normal. Genau. Okay, das ist wie ein kleiner Park. Kann ich doch, ich kann doch mich normalerweise hier noch so drehen, oder nicht? Ah ja, jetzt haben wir's. Was steht denn hier? Ach, das ist wie so, das ist echt so ein Park. Kannst du alles machen, was du willst. Hier geht einer joggen. Wer ist das denn? Leo Kreitz. Oh, jetzt ist er weg. Freunde, um 23.48 Uhr geht der mal gediegen joggen. Die haben auf der Terrasse noch Licht brennen. Auch nicht schlecht. Was ist denn? Was sind denn das für Kübel? Kann man da wohl irgendwas anpflanzen? Scheint mir fast so. Nicht schlecht. So, ein schlafender Sim schwebt davon und vergisst die Sorgen des Tages. Ja, so viele Sorgen hat er bisher noch nicht gehabt. So, und da sind wir. Ich würde sagen, wir können mal so ein bisschen gucken, was die einzelnen Bedürfnisse vielleicht sind. So, Energie noch ein bisschen. Der Olaf auch noch ein bisschen. Dann machen wir ja, dann spulen wir doch mal so ein bisschen vor. Und gucken dann mal, dass wir vielleicht so gegen... Ja, wann stehen wir denn auf? 5? 6? Lektion Spinner! Olaf ist ein Spinner. Spinner sind häufig verspielt. Okay, der liebe Olaf. Oh, der muss langsam hier ein bisschen was tun. Blase. Er fühlt sich unwohl. Ja, dann gehen wir auf Klo hier. Verwenden natürlich erstmal Olaf. Jetzt geht er gleich zweimal. Krass. Können wir es mal wegmachen. So, dann will er was zu essen machen. Dann würde ich sagen, danach räumt er mal bitte das weg. Und das räumt er auch auf. Und dann macht er mal Frühstück für alle, oder? So, was können wir denn da alles machen? Frühstück servieren, Rührei. Boah, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Wir haben es zwar gerade bei mir 10 Uhr abends, arbeite ich jetzt trotzdem noch Bock. Bisschen Rührei so. Etwas, ne? Und der Guido, ganz klar, wie so ein Let's Player, der schläft erstmal schön lang. Der hat Zeit. Wie geht's dem so? Muss auch langsam aufs Klo. Energie ist eigentlich fit, dann kann er soweit erstmal aufstehen. Ein neuer Tag beginnt. Bei den Gullersbachs und Omschs. Freunde, zwei richtig blöde Namen, ne? Die Gullersbachs und Omschs. Aber ich finde den seine Schuhe so geil. Vor allem den seine kleinen Füße, unglaublich. Dass der da stehen kann. So, mit seinen neuen Kochfähigkeiten kann Olaf jetzt köstliche, schnörkellose Klassiker zubereiten. Lecker. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto mehr Rezepte werden freigeschalten. Olaf Omsch. Schauen wir ihm doch mal zu. So ein bisschen würzen. Ein bisschen rumrühren. Ist ja auch Rührei. Und dann. Aber auf dem Herd, Freund. So. Wupp dich. Können wir durch den Kühlschrank durchgucken, oder? So. Mmh. Upsala. Alter. Mal richtig schön reinbrennen lassen in die Pfanne. Und so glücklich scheint er gerade nicht zu sein. Sehr unwohl. War jetzt immer noch nicht am Klo. Ich dachte, der geht. Ja, warte dann, Kollege. Vielleicht ist er deswegen so ein bisschen durch den Wind. Alter Schwede, was macht denn der da? Warte mal, wir spulen mal ein bisschen voran. Und dann soll er mal auf Klo gehen hier. Nicht essen. Erst auf Klo. Ein bisschen schneller. Komm, komm, ja, geh doch, geh doch. Bevor der jetzt hier da am Boden schifft. Und was macht er? Was macht Guido? Einen Gartensalat. Ja, sehr geil. So, er will mit Besitztümern prahlen. Würde ich sagen, dann soll er das dann mal machen. Nicht so, sondern... Oder, doch, ich wollte schon gerade sagen, ich kann jetzt gar nicht mit ihm hier quatschen, kann ich schon. Wollen wir ihn mal umarmen? Komm, auf den Klo mal umarmen. Jetzt bin ich gespannt. Olaf, komm her, Freund. Und? Erstmal Hände waschen, klar, sonst ist Guido hier voller Urine. Was soll er noch machen? Selbst einen niedrigen Witz erzählen? Okay, kann er von mir jetzt auch noch nachmachen. Hallo. Wir wollen dich doch umarmen. Okay, will er nicht. Da, jetzt können wir es machen. Mit Besitztümern prahlen. Das will er jetzt machen. Das machen wir mal schnell. Und gucken, was das für Auswirkungen hat. Und dann darf er erst sein Gartensalat weitermachen. So, Kollege. Also, hören wir mal die Unterhaltung an. Ich bin so reich.
Ich habe sogar eine Trommel. Alter, aber das sieht ja nicht mehr feierlich aus, oder? Das ist doch ein bisschen schwarz hier. Oder sieht das da nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Zocken wir Löch. Ja, klar, aufnehmen. Das wäre so geil, wenn man das machen könnte, ne? Spiel spielen. Sims Forever. Soll er danach mal spielen hier? Und Olaf, was will er? Schelmisch sein. Okay. Was machen wir denn? Einheizen, anbrüllen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Das darf ruhig mal machen. Du glaubst es nicht. Ich habe hier mit Polizei alles gespielt. Hunger hat er, dann soll er mal essen. Danach will er noch sich duschen. Das darf auch machen, der Gute. Eine dampfende Dusche. Was man da alles machen kann, wenn ich duschen gehe, überlege ich nicht, ob ich mir eine dampfende Dusche, eine nachdenkliche Dusche oder sonst was machen will. Unglaublich. So, Fischen, Angeln waren wir ja schon. Vielleicht Fröschen haben wir auch gesucht. Was ist das? Pilze, glaube ich, ne? Müssten das sein? Ja, nee, graben. Da kommt irgendwas. Eier waren aber, glaube ich, wirklich Pilze. Wieso man auch immer für Pilze graben muss. Und wer ist das? Oh, guck mal. Die Alina. Lustig vorstellen. Oh, wo willst du denn hin? Die Alina. Hallo. Warte mal, wir haben ein bisschen zu viel. Machen wir mal nicht vorstellen hier. Wo rennt die eigentlich hin? Ist da irgendwie ein Park oder so? Vielleicht wohnt ihr da auch irgendwo. Ich weiß nicht. Wir haben sogar eine Bahnanbindung. Wahnsinn. Ich finde, wir wohnen eh ziemlich geil. Sagen wir jetzt gerade Schule aus? Nee, das sind schon Ältere, ne? Alter, wie die stapft. Richtig grimmig. Wo ist Alina? Die packe ich mir. Und die zockt jetzt schön vorbei. Wahrscheinlich durch die durch. Alter, wie die läuft. Düpp, 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 düpp. Und da, das können, das... Huch, das können Freunde für... Das ist Leo Kreitz. Boah, Olaf. Guido. Jetzt verwechsel ich die beiden schon. Guido, stell dich vor. Ach, so weit kann er nicht laufen, oder was? Hier hingehen. Hallo? Was soll ich denn sagen? Ich bin gerade automatisch nach hinten gewandert. Guido? Wieso kann ich nichts mit ihm machen? Mit ihr schon? Komm, wir stellen uns mal bei der Alina vor. Lustig. Kommt doch immer gut an. Wobei der langsam Hunger kriegt, aber da muss er jetzt durch. Ach so, ich hätte es vielleicht vorher machen sollen, ne? Dampfende Dusche, die brechen wir doch mal ab hier hingehen. Das brechen wir auch ab. Und dann ab zu Alina, wenn die noch stehen bleibt. Alina. Wo ist Alina hin? Sie ist weg. Okay, dann nehmen wir eben eine andere. Oh, die ist traurig. Freundlich vorstellen. Hallo, Guido und Nadine. Oh, ich glaube, die ist nicht so... Doch, die ist begeistert. Du bist süß wie ein Muffin. Mit Smarties. Und jetzt quatschen sie wieder über Geld, ne? Immer dasselbe hier. So, lustige Geschichte. Alter, der mit seinen Häschen tun. Ohne Scheiße, solche Füße bei so einem Körper, das geht doch gar nicht. Piff Dravoy. Snares. Bilp, bilp. Nobi Yebu. Oh, die beiden, die scheinen sich auf jeden Fall schon mal ganz gut zu verstehen, über Interessen reden. Was macht denn Guido? Oh, Guido ist ganz okay. Schelmisch sein und joggen gehen. Ja, joggen gehen müsste ich doch eigentlich einfach hier so... Huch, jetzt bleib ich irgendwas reißen, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wo bin ich denn jetzt hingereist? Nirgends. Reißen mit? Kann ich das abbrechen? Oh, Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich nur so machen. So, und dann Training und... Wieso kann ich denn nicht joggen? Irgendwie geht das nicht. Oder muss ich da was Bestimmtes machen? Irgendwie umziehen oder so? Glaube ich jetzt aber auch nicht. Er ist übrigens eh noch im Schlafanzug unterwegs. In den Guido Gullersbach Gedenkschuhen oder Schlappen. Was schaut er denn an? Okay, irgendeine Late-Night-Show, so sieht das aus. Aber jetzt hier erstmal trainieren. Wir bräuchten eigentlich noch so ein Gerät, ne? Wo man ein bisschen trainieren kann. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen weiter weg, dass der erstmal dann dahin schockt. Aber das geht schon gar nicht mehr. Training? Jetzt ist er verspielt. Das kann er bei sich im Garten auch machen. Hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Sehr schön. Dann gehen wir schön hier hin, direkt bei den Nachbarn, dass die auch ein bisschen sehen, ne? Was wir für Muckis haben und machen ein paar Liegestütz. Oh, wie macht das schon hier drin? Okay, so, auf geht's. Liegestütz. Oh shit, wie der läuft.
und Guido kommt wieder, ein Kommen und Gehen hier. Ey, die sind echt komplett gleich angezogen, das ist von den Farben. Unglaublich. So, Guido, nimm dir ein Tellerchen, du hast Hunger ohne Ende. Und dann kann ich mal ein bisschen vorspulen. So, der Rossorik futtern, der Freund. Und der Olaf. Ja, dem Olaf, dem geht's auch ganz gut. Ich würde sagen, der geht jetzt dann mal duschen. So, nix da. In vorn provozieren, wie geil ist das denn? Und dann soll er sich mal einen Shop suchen. Kriegen wir eigentlich keine Zeitung mehr? Post, wir haben keine Post bekommen, auch schade. Dann müssen wir uns im Internet einen Shop suchen hier. So, Shop suchen. Auf geht's. Und der gute Guido, der ist immer noch am Fressen. Na freilich, hau rein, Rührei, schön. Bei uns gibt's rund um die Uhr nur Rührei. Ich würde sagen, zum Abendessen gibt's da noch einen Gartensalat. Den soll er dann mal zubereiten. Ich mach ein bisschen schneller. So. Was macht der jetzt, Guido? Die Vielfraßspiele lesen? Nix, Guido. Erstens mal bitte Teller wegräumen. Das wegräumen. Und dann bitte hier noch Gartensalat fortsetzen, Kollege. Oh, nicht so ein schönes Leben wie alle anderen. So, weg damit. Glücklich ist er. Oh, beim Abspielen glücklich sein will ich auch. So, und jetzt macht ihr einen schönen Gartensalat. Was haben wir denn? Karriere für Olaf wählen. Oh, sehr cool. Verbrecher. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge simulieren, scheffeln und Spaß haben. Berufszweig, Boss und Orakel. 17 bis 0 Uhr. Geheimagent? Das wäre auch was. Das wird auch ganz gut passen. Führe als Geheimagent ein Leben im Schatten, dringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verfeinere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Diamantenagent und Schurke, Berufszweig, okay. Technikguru, an der Uni, E-Sportler und Startup-Unternehmen. Das muss dann der gute Guido machen, E-Sportler. Leckermaul, ein Koch, Aushilfe zum Tellerwaschen, Praktikant hier als Astronaut. Auch ziemlich geil für Schriftsteller, nö. Entertainer, nö. Maler, nö. Ich würde sagen, wir machen den Geheimagenten. Wir machen den Geheimagenten. So, der macht schön Frühlingssalat, schneidet sich dabei in die Hände. Und was macht jetzt eigentlich gerade Guido? Er zockt Sims. Der zockt gerade echt Sims. In Sims zockt der Sims. Die Simception, Freunde. Unfassbar. Aber ich würde sagen, was haben wir denn hier? Tolles Gefühl, wegen erfüllter Bedürfnisse. Ist das sehr glücklich. Was haben wir denn hier noch? Schelmisch? Ach, das hatten wir schon, ne? Wir müssten eigentlich fast mal gucken, wie viel Geld haben wir denn? $675, das ist fast ein bisschen wenig. Wenn der da rummanscht und das wie eine Suppe aussieht. Lecker. Pilze. Keine Ahnung, was das ist. Nudeln? Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch irgendein Salat und Tomaten. Wahrscheinlich Würmer. Irgendwie so, keine Ahnung, war im Supermarkt mit dabei. Schöne, leckere Mehlwürmer. So, ich würde trotzdem sagen, jetzt muss er dann mal hier Sims Forever aufhören zu spielen. Und Guido muss sich einen Job suchen. Hilft alles nix. So, machen wir ein bisschen schneller, bis er sich den Job gesucht hat. Jetzt hat. Job suchen, Freund. Zack, zack, zack. Und was findet er? Und der ist am Updancen. Oh, shit. Oh, so. Und jetzt würde ich gleich sagen, mach mal Technikguru, Live-Chat-Berater, okay. Montag, Sonntag hat er frei, sonst ist er hier. Ne? Arbeiten, Freunde, das machen wir. Das passt ganz gut. Und dann würde ich sagen, du schaltest dir mal um. Was kommt für eine Musik? Sender wechseln. Machen wir noch ein bisschen. Machen wir elektronisch. So. Hören wir mal rein, was so. Da alles so gibt. Hallo! Lockere Unterhaltung. So, haben wir. Geht's jetzt da schon morgen los mit dem Job und so? Ich weiß es nicht. Wir haben es jetzt gerade 14.13 Uhr, wir können eigentlich noch mal ein bisschen weggehen. Wir waren noch nirgends großartig unterwegs. Wir können eigentlich doch mal zusammen hier hingehen. So, machen wir ein bisschen schneller. Ich hoffe, beide waren noch mal auf Klo. Im Kindergarten so, ne? Schnell Pipi machen und dann können wir los. Wenn die kommen würden, oder wo sind sie? Da kommt der Erste. So, unterhalte dich doch mal mit freundlich vorstellen. Was macht Guido? Guido darf mal ernten. Die kann man noch nicht ernten. Die kann man ernten. Und das kann man ernten. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das? Erdbeerstrauch und... Boah, bin ich erschrocken. Kartoffelpflanze. Das geht aber schnell. Okay. Und dann kannst du dir vielleicht noch mal lustig vorstellen, der Olaf. Ein bisschen Leute kennenlernen hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da ist eine fette Antenne weg. So, wer ist das denn hier? Freunde, wer ist das denn? Lustig vorstellen. Wer ist denn das?
Was? Jeffrey Landgraf. Jeffrey Landgraf, Freunde. Engagiert sich hier im öffentlichen Park. Fernay Globy. So, Freunde. Okay. Lektion aktiv. Olaf ist ein aktiver Sim. Aktive Sims sind häufig energiegeladen und trainieren gern. Würde ich sagen, kannst du doch jetzt mal vor allen hier nochmal so ein bisschen Training. Rumpfbeugen machen. Paar Sit-ups. Aufhören quatschen. Oh! Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ein bisschen hoch. So, ich will ins Gesicht schauen, Freunde. Wie heißt er denn? Die gute. Nikki! Nee, Nancy! Nancy Landgraf! Oh, das ist aber hoffentlich nicht die alte von dem. Und wer ist das? Yannick Völkel? Völ? Oh, die sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Catherine Caliente! Caliente heißt doch heiß, oder? Das passt doch ganz gut. So, warte mal, dann nehmen wir aber den Olaf. Ich glaube, die passt ein bisschen besser zusammen. Lustig vorstellen mal wieder. Aufhören und vorstellen. Alter, ist das laut! Lustig vorstellen. Wieso macht er denn das nicht? Aufhören zu reden jetzt. So, das passt. Die können echt gut zusammenpassen, so vom Aussehen zumindest. Alter, was hier los ist? Die ganze Stadt trifft sich in dem verkackten Park, oder? Schauen wir, wer da noch alles kommt. Wer ist das? Travis Scott. Okay, da außen kommt noch... Wenn ich ihn treffen würde, dann würde ich es auch erkennen. Manuel Völl. Ah, die können alle zusammen. Ein Inzuchtdorf hier vom Allerfeinsten. Selbstsicher fühlt er sich. Oh, jetzt ist er gegangen. Ah, komm her. Komm her. Ich kann nichts mehr machen. Kalien, aber die können wir später vielleicht mal anrufen, die Kollegin. So, Olaf noch am Quatschen. Jetzt haben wir schon 17 Uhr. Ich würde sagen, so langsam gehen wir wieder zurück. Zu zweit. Hand in Hand. So. Zusammen hier hingehen. Schön verabschieden. Und dann ab der Fisch. Selbstsicher und er fühlt sich okay. Müssen wir noch ein bisschen was machen. Und da kommen sie schon wieder. Irgendwie aber nur alleine. Gut, Olaf braucht vielleicht ein bisschen länger. Da kommt er. Ne, ich meine, der ist nicht ganz so fit. Ich würde sagen, wir können eigentlich heute, ist doch wunderschönes Wetter, nochmal den Grill anschüren. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache, grillen. Und zwar machen wir doch ein paar Hamburger. Sehr schön, Levelaufstieg. Guido hat Level 2 der Fähigkeit Kochen erreicht. Oh, kann ich da auch einen haben, Guido? Guido, kann ich auch einen haben, bitte? Boah, hätte ich da jetzt Bock. Rührei mit Hamburger. Und der ist wieder am Sims zocken, oder? Das gibt's gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Der hat Hunger langsam. Ich würde sagen, du kannst schon mal... Ach stimmt, wir haben ja noch den Salat. Den habe ich ganz vergessen schon wieder. Nimm mal einen Salat. Als Sportler, passt das? So, und nach dem Salat kannst du ruhig noch hier so einen Hamburger nehmen. Zack. Und er darf sich dann auch einen fassen. So. Aber wieso hören die dann immer auf zu pinkeln? Das darf er schon fertig machen. Aber gut. Jetzt auch nicht mehr. Zocken sie sich nebenan. Telefon! Telefon? Nadine Sommer möchte vorbeikommen und abhängen. Freunde, ist das nicht die Nadine, die wir meinen? Nee. Aber die kann ruhig vorbeikommen, wenn sie Lust hat. Da haben wir nichts dagegen. Schauen wir mal, wo sie bleibt. Ist er das? Dann ist er. Klingelt die auch schön oder kommt die einfach reingeplatzt? Da nehmen wir doch mal einen Guido. Nee, dann nehmen wir einen Olaf. Ja du, wie lasse ich die jetzt rein? Ach, jetzt kommt sie einfach rein. Okay, auch nicht schlecht. Ah, die setzt sich jetzt einfach vorm PC. Gibt's doch gar nicht. Was machen wir denn? Jemanden parodieren. So, da bin ich mal gespannt. Na, schon schön gegessen. Ist eigentlich fertig. Na, wegräumen. So. Plaudern und jetzt wird parodiert, Kollege. Aber ich hab's wieder weggeklickt. Da blicke ich noch nie so ganz durch. Da stelle ich mich noch ein bisschen an. So, kennenlernen. Machen wir eben das. Abimi Shrosies. Deborah? Und der Olaf, da würde ich jetzt mal sagen, der nimmt jetzt mal sein Handy. Und, macht jetzt mal hier. Was macht er denn? Ich will jemanden anrufen. Geht das gar nicht mehr mit dem Handy oder was? Du kannst mittlerweile mit einem Handy nicht mehr anrufen. Gesellschaftliches Ereignis planen. Plaudern mit, da geht's doch. Nancy. So, plaudern wir mal. Rufen wir die mal an, die Kollegin. Vielleicht schon mal Nummern ausgetauscht, ne? So muss das. Wir müssen nur mal gucken. Hat das schon? Hunger hat eigentlich auch keinen mehr. Und passt das? Okay, kann ich die jetzt eigentlich irgendwie auch mal einladen oder so?
einladen, hier abzuhängen. Nancy? Klappt das schon? Glücklich, ich glaube, es klappt. Ich glaube, sie kommt. Okay, dann machen wir schnell mal Bart sauber. Nee. Jawohl, nicht alle können kommen, ist gerade beschäftigt. Aber Nancy wollen wir doch nicht, Katharina. Habe ich jetzt sie falsch ausgewählt? Ich will aber jetzt nicht nochmal machen, ne? Nicht, dass jetzt hier das gar nicht mehr klappt. Lassen wir mal lieber. Ich würde sagen, ist er das? Die müssen wir jetzt eigentlich schon wieder bitten zu gehen, oder? 21.23 Uhr. Sie muss auf jeden Fall schon mal gehen. Bitten zu gehen. So, komm. Tschüss. Und da machen wir... vom Herzen Kompliment machen. Das kommt doch gut an. Können wir eigentlich, das probieren wir jetzt mal, zusammen tanzen. Ich hoffe nur, der meint nicht uns zwei. Nee. Und dann schalten wir mal um, Sender wechseln. Romantik. Angenehmes Gespräch, das sieht ganz gut aus. Aber jetzt muss ich, glaube ich, jetzt müssen wir es ja trotzdem bitten, nach Hause zu gehen, denn... So, warte mal, tanzen. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich, weil wir ins Bett müssen. Mit Nancy plaudern. Hallo? Bitten, nach Hause zu gehen. Hallo? Tanzen? Bitten zu gehen? Jetzt. Na, Gott sei Dank. So, dann räumen wir noch schnell auf. Aufräumen. Und dann machen wir mal noch schnell aus. Und dann können wir, denke ich, schlafen. So, macht alles. Fühlt sich unwohl. Ja, gleich, Kollege. So, und jetzt schlafen. Und damit ist schon wieder ein Tag vorbei. Meine Lieben, wie schnell ging das denn? Und damit würde ich auch fast sagen, war es das schon wieder mit dieser Folge? Heute eine etwas... Ja, komisch würde ich nicht sagen, aber wir haben irgendwie alles so ein bisschen angefangen und sind nicht wirklich weitergekommen. Oh, er muss auf Pinky. So, mach das mal. Und von mir aus kann er auch noch schnell eine erfrischende Dusche nehmen. Das machen wir noch schnell. Und dann war es das, wie gesagt, aber duschen darf er noch. Ausnahmsweise mitten in der Nacht, wir haben es gerade 3 Uhr, ne? Kurz vor Arbeit kann man schon mal duschen. So, Energie geladen. Eigentlich gar nicht so gar nicht gut, weil ich will schlafen. Aber ich krieg das schon hin. So, in dem Sinne würde ich sagen, war es das jetzt erstmal, wie gesagt, mit dieser Folge. Um Punkt 5 drücken wir mal auf Stopp. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und in dem Sinne, ich bin raus. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.